Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, hier in der Kirche oder die Sie jetzt über Livestream mit uns verbunden sind. Lieber Pater Georg, Pfarrmoderator dieser Gemeinde, lieber Pater Bruno, treuer Hirte durch viele Jahre in dieser Kirche und Pfarre, liebe Mitbrüder aus dem Kalasantinerorden, Zisterzienser, lieber Pater Provinzial, liebe Mitbrüder, Priester und Diakone, liebe Schwestern aus der Nachbarschaft. Ich muss furchtbar aufpassen, dass die Predigt heute nicht zu lange wird, denn das Menü des Wortes Gottes ist heute so unglaublich köstlich und reichhaltig, dass wir lange tafeln könnten an diesem wunderbaren Festmahl des Wortes Gottes. Es ist wirklich der unerschöpfliche Reichtum des Wortes Gottes, die große Freude darüber. Aber ich möchte in den Worten des Herrn und in den Worten der Schrift vor allem auf das hören, was der Herr uns zu sagen hat über den Auftrag dieses Ortes. Wie ihr wisst, Maria vom Siege, die Kirche, ist ein Sorgenkind des Wiener Erzbischofs, vom Baulichen her. Wenn die Stadt Wien uns 10 Millionen geben könnte, könnten wir das alles leicht renovieren. Aber das kann sie nicht und wir haben sie nicht. Aber eines ist klar, es kann nicht von den Steinen beginnen, sondern es muss von innen kommen. Und seit Jahren trage ich im Herzen, und ich bin dir, Pater Bruno, zutiefst dankbar, dass du diese, ich kann es nicht anders sagen, diese Intuition des Herzens, des Glaubens, der Liebe gelebt hast und mich immer wieder in dieser Leidenschaft auch bestärkt hast. Hier ist, glaube ich, ich glaube das einfach, ich vertraue darauf, dass das nicht eine Einbildung ist. Hier ist ein besonderer Ort der Gnade. Hier in dieser Zone, die so wie ein Brennpunkt vieler, vieler Probleme unserer Stadt, vieler Leiden der Menschen, vieler Schmerzen ist. Hier soll der unerschöpfliche Strom der Barmherzigkeit reichlich fließen. Aus dem Herzen Mariens und aus dem Herzen ihres Sohnes. Und ich denke, die Worte der Heiligen Schrift heute, dieses kostbare Geschenk des Wortes Gottes für diesen Tag, für unser Leben, geben so klare Wegweisungen, dass wir wirklich uns bestärkt fühlen. Herr, wenn das wirklich dein Plan ist, dann wirst du ihn auch verwirklichen. Du tust es bereits. Du tust es durch Jahre hindurch, wo diese Kirche ein Ort der Barmherzigkeit, der Gnade ist. So lasst mich mit der ersten Lesung aus dem Buch Exodus beginnen. Es ist das große Bild der Fürbitte. Mose, so sagt die Schrift, tritt in die Bresche für das Volk. Der Zorn Gottes richtet sich gegen die Sünde Israels.
Aber dieser Zorn ist nur scheinbar ein zerstörerischer. Lass mich, spricht Gott zu Mose, lass mich jetzt, als würde Mose Gott die Hand halten, damit er nicht zuschlägt. Jetzt lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Aber in diesem Wort des Herrn, in diesem Wort Gottes zu Mose, ist eine verborgene Bitte. Lass nicht zu, dass mein Zorn gegen mein Volk entbrennen muss, denn es hat schwer gesündigt. Verdient hat es meinen Zorn. Aber mein Herz ist voll Erbarmen. Und Mose tut das, was der Herr von jedem von uns erwartet: Fürsprecher zu sein. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Und er macht das sehr schlau. Er sagt: Du kannst doch nicht gegen deine eigene Ehre handeln. Du hast doch dieses Volk gerettet. Sie ist doch dein Volk. Was werden die Leute sagen, wenn du dein eigenes Volk so schlecht behandelst, nur weil es gesündigt hat? Dann werden sie deinen Namen lästern. Mose handelt mit Gott und er lädt uns ein, dass wir das auch machen. Du kannst doch nicht zulassen, Herr, dass dein Volk zugrunde geht. Das kann doch nicht dein Wille sein. Und so erfüllt Mose, der für das Volk eintritt, ja sogar sagt, und Paulus wird das wiederholen: Streich lieber mich aus dem Buch des Lebens, als dass du das Volk bestrafst. Er setzt sein Leben ein für sein Volk, damit es gerettet wird. Mose ist das große Vorbild des Fürbeters, der Fürbitte. Und was ist die Berufung dieses Ortes hier, als dass hier Fürbitte gehalten wird? Damit die Barmherzigkeit Gottes fließen kann, strömen kann. Fürbitte für das Volk. Der Apostel Paulus in dem ersten Brief an seinen Schüler Timotheus sagt uns den Kern, das, worauf es wirklich ankommt. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Das ist die Berufung dieses Ortes. Aber das geht nur, wenn wir mit Paulus sagen: Von ihnen, den Sündern, bin ich der Erste. Können wir mit Paulus streiten anfangen und sagen: Nein, nein, das stimmt nicht. Ich bin noch ein viel schlimmerer Sünder als du, Paulus. Er weiß, dass er zuerst Erbarmen gefunden hat und deshalb kann er die Barmherzigkeit Gottes verkünden. Ich habe Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als dem Ersten seine ganze Langmut beweisen kann. Zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Wir kommen hierher, um als Erste die Barmherzigkeit Gottes zu empfangen. Anders können wir sie nicht bezeugen. Als Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Wir dürfen als Sünder seine Barmherzigkeit zuerst erbitten und erfahren, um sie dann zu bezeugen.
Und dann haben wir das große, große, wunderbare Menü der drei Gleichnisse Jesu im 15. Kapitel des Evangelisten Lukas. Seien Sie unbesorgt, ich werde jetzt nicht anfangen, diese Gleichnisse in all ihrer Reichheit versuchen zu auszulegen. Sie sind unerschöpflich. Ich möchte nur an den drei Gleichnissen die drei Kernberufungen dieses Ortes benennen. Das, was der Herr, so glaube ich, von diesem Ort aus wirken will. Da ist das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Eine Karikatur in einer italienischen Zeitung zeigt Papst Franziskus, wie er steht, umringt von lauter weißen Schafen, die zu ihm aufschauen. Und ein Schaf hält er in den Armen. Und das ist ein schwarzes Schaf. Jesus sucht das schwarze Schaf. Er drückt es an sein Herz. Er trägt es in seinen Armen. Und für dieses eine Schaf riskiert er alles, die 99, die der Rechtfertigung nicht bedürfen, weil sie glauben, sie seien in Ordnung. Glauben es. Papst Franziskus hat auch etwas anderes gesagt und ich glaube, das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben oder ins Herz schreiben. Er hat gesagt, manchmal ist es heute so, dass wir nur mehr ein Schaf im Stall haben und 99 weggelaufen sind. Und dieses eine Schaf streicheln wir zu Tode. Er hat in Lampedusa von der Globalisierung der Gleichgültigkeit gesprochen. Und er hat die Frage gestellt, angesichts dieser Flüchtlinge, von denen so viele im Meer umgekommen sind. Wer hat geweint? Weinen wir noch? Weinen wir noch um die vielen Kinder, die hier in der Nachbarschaft ihr Leben lassen müssen, weil man ihnen keinen Lebensraum in unserer Stadt, in unseren Familien, in unseren Herzen gibt. Ihr gegenüber ist ein Drogenzentrum, wo viele, viele junge Menschen in ihrer Drogennot Hilfe suchen. Weinen wir noch? Weinen wir noch über die vielen, vielen, die in ihrer Not durch die Straßen und besonders durch dieses Viertel irren, auf der Suche nach einem unglücklichen Glück? Der gute Hirte, die Sehnsucht des Hirten, dem Schaf nachzugehen, bis er es findet. Diese Sehnsucht soll hier lebendig sein. Das Gleichnis von den 10 Drachmen. Die fleißige Hausfrau, die alles umkehrt, auskehrt, ausfegt, um die eine verlorene Drachme zu finden. Die Kirchenväter sagen uns, was ist diese Drachme? Sie trägt das Bild des Königs, des Kaisers. Sie ist das Bild Gottes, das in den Staub gefallen ist. Der Mensch, der in den Staub gefallen ist und den Gott sucht bis in den hintersten Winkel des Hauses. Keinen betrachtet er als hoffnungslosen Fall.
und schließlich das große Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom barmherzigen Vater. Ich brauche es nicht im Einzelnen auszulegen. Aber ist nicht ein Aspekt in diesem Gleichnis die Versöhnung in der Familie, der Ältere und der Jüngere und der Vater? In wie vielen Familien ist Zerrissenheit heute? Wunden, tiefe Wunden, zurück in die Geschichte und in die Gegenwart. Ich glaube, damit sind ein paar Aspekte skizziert, was die Berufung dieses Ortes ist. Beten für den Schutz des Lebens. One of Us, ich darf daran erinnern, diese wunderbare europaweite Initiative, One of Us, einer von uns. 1 Million Unterschriften sind schon zusammengekommen. Ein großes Ja zum Leben, das durch Europa geht. Beteiligen wir uns daran, aber vor allem beten wir. Bitten wir um Erbarmen, um Heilung der Wunden, die durch die Abtreibung geschehen. Die Schuld, die so schwer lastet und die der Vergebung bedarf. Ein Ort der Versöhnung, wo Menschen die versöhnende Kraft der Liebe Gottes, der Liebe Christi erfahren dürfen. Lieber Pater Bruno, du gibst die Leitung dieser Gemeinde heute weiter an deinen Nachbarn, an Pater Georg. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit dir danken und allen, die mit dir in diesen Jahren gewirkt haben hier. Gegen viele Ratlosigkeit, auch bei uns in der Diözesanleitung, hast du den Glauben aufrechtgehalten, dass dieser Platz eine Berufung hat. Und dass die materiellen Probleme nicht die ersten sind. Und dafür möchte ich dir danken. Ich möchte auch deinen Mitbrüdern Palasantinern danken, die so einen starken missionarischen Impuls in unsere Stadt, in unsere Diözese gebracht haben. Und ich bin sicher, der Herr wird helfen, dass dieser neue Impuls für Maria vom Siege auch der Ordensgemeinschaft des seligen Pater Anton Maria Schwarz helfen wird, ihren Weg zu finden in den Veränderungen dieser Zeit. Und ich möchte den Vinzentinern von Herzen danken, dass ihr den Schritt gewagt habt. Ich habe euch in Berlin kennengelernt, in einem unglaublichen Abenteuer, ihr kennt es inzwischen, St. Clemens in Berlin, eine Kirche, die verkauft worden ist von der Diözese. Kein Geld mehr, Schulden. Ja. Kirche verkauft, Pfarrhof verkauft, alles verkauft an Investoren. Und dann haben sich die Gläubigen zusammengetan, zusammen mit euch, den Vinzentinern, und haben diese Kirche zurückgemietet. Zahlen 7. Die Gläubigen bringen im Monat 7.000 Euro auf, um die Kirche und die Pfarrräume zurückzumieten. Und dort ist ein blühendes Gebets- und Heilungs- und Exerzitienzentrum entstanden. Jedes Wochenende Kurzexerzitien von Freitag bis Sonntag. Mitten in Kreuzberg, einem Viertel, das vergleichbar ist mit hier dem 15. Bezirk.
Und ich bin so dankbar, dass ich euch erleben durfte in Berlin und dann einfach frech gefragt habe, wollt ihr nicht nach Wien kommen? Und heute seid ihr da und beginnt euren Weg. Und beginnt euren Weg und ich gebe euch als Wort das des Apostels mit auf den Weg. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe Erbarmen gefunden, damit Christus an mir als Ersten seine ganze Langmut beweist. Seid Zeugen dieser Barmherzigkeit. Damit es ein Vorbild ist für alle, die in Zukunft an ihn glauben werden. Viele, viele hat der Herr bereits im Herzen, die hier Gnade und Barmherzigkeit finden werden. Und ich schließe mit einem Wort der großen Dichterin Gertrud von Lefort, die über Maria sagt, weil die Kirche Maria vom Siege heißt. Wie siegt Maria? Da sagt in einer Stelle in der Magdeburgischen Hochzeit in diesem Roman, sagt der General Tilly zu einem jungen Offizier, Maria siegt nicht mit dem Schwert in der Hand, sondern mit dem Schwert im Herzen. Heute ist das Fest ihrer Schmerzen. Sie trägt in ihrem Herzen dieses Mitleid, das von hier aus für viele offen stehen soll. Von ihrem Herzen soll unsere Barmherzigkeit genährt werden, damit viele sie erfahren können. Gott segne euren Dienst.